die beiden Konzepte von Aufstieg zu spalten, weil ich finde, das eine Hoffnungspunkt, dass man mal irgendwie sieht, dass das geklopft wird und nicht jemand gekleckert. Und ich glaube, die politische Entwicklung, die wird davon nicht abhängen, sondern von dem Bewusstsein der Bevölkerung insgesamt, die sich Herr Hofschmidt hatte erwähnt, dass wir Schwierigkeiten haben, den Windstrom zum Teil zeitweise aus dem Norden in den Süden zu kriegen. Und ich habe auch gelesen, in Spanien müssen die Windkraftbetreiber zeitweise ihre Anlagen stilllegen, damit die Atomkraftwerke nicht, weil die nicht sonst nicht wissen, wohin mit dem Strom. Die Frage jetzt, wer ist speziell auf Deutschland jetzt gemünzt für dieses Leitungsproblem verantwortlich? Sind das dieselben Unternehmen, die uns versprechen, ja in 40 Jahren mit der Versorgung mit 17% Solarstrom aus der Wüste, die das heute schon managen könnten, dass es heute schon in die Höhe geht? Erwischt, Sigi, erwischt. Ich würde jetzt Herrn Zummer zuerst ein Wort haben wollen, dann Herr Hofschmidt. Ich denke, da müssen wir die Runde aufnehmen. Also die Antwort auf Ihre letzte Frage ist zwar ja. Zumindest zwei der genannten 12, die von Deutschland beteiligt sind, sind E.ON und RWE. Sie haben es gesehen. Siemens zähle ich auch mal dazu. Als wichtigster Anlagenbauer für große Energieprojekte, gerade auch im atomaren Bereich in den letzten 50 Jahren, bei uns ABB auf Schweizer Seite ebenfalls. Energiemix, also die Verbraucher, die eben hier beschworen sind, sie haben natürlich recht. Und für sie gilt es sicher mit dem fairen Strom und dem grünen Strom. Vielleicht gilt es für alle hier im Saal. Weiß ich nicht, will ich jetzt nicht nachfragen. Nur lasst uns nichts vormachen. Der Druck der Verbraucher von uns allen könnte viel, viel größer sein. Als 1998 das Gesetz über die Einspeisung erneuerbaren Energien durch war und damit ja auch die teilweise Liberalisierung des Strommarktes. Hat es eine Umfrage gegeben, die hat die Zeit damals in Auftrag gegeben, bei Infratest. Da haben 66% der befragten Haushalte gesagt, sie würden umschalten auf einen grünen Stromanbieter, sobald es einen in ihrem Ort, in ihrer Stadt gibt. Heute sind wir dabei, dass in 95% unseres Landes alle Haushalte umschalten könnten, weil es einen Anbieter gibt. Wissen Sie, wie viele umgeschaltet haben bis heute? Was ist jeder? 6%. Also das ist noch ein riesen unausgeschöpftes Potenzial. Alle wissen, wie einfach es ist. Sie brauchen ja im Internet nicht mal mehr von die Tür. Ein Anruf bei den neuen Anbietern, ich möchte von Ihnen versorgt werden, der meldet sich beim alten an. Also da ist noch viel ungenutztes Potenzial. Zweitens, ich sehe das mit dem Mix so, ich teile die Bedeutung der Wassereinsatzanlagen, gerade wenn man das Wasserproblem ernst nimmt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der Mix bezogen auf Afrika so wohl aussieht, dass für solche Großanlagen, die kann nicht jemand alleine betreiben oder auch im Dorf, sondern das ist schon eine Großanlage, tatsächlich so jemand wie Desertec verantwortlich ist. Dass aber die Stromversorgung gerade auch in der ländlichen Region eben auch dezentrale und regionale, wie jetzt mehrfach beschrieben war, passiert mit Projekten. Das wäre eine sinnvolle Mischung. Letzter Punkt, Technologie verschenken. Ich sehe das ganz genau so. Schon vor 15 Jahren ist das gesagt worden. Man muss ja nicht unbedingt verschenken, aber zu einem finanzierbaren Preis. Und die große Frage ist eben, wenn Herr Hofschmidt vorhin gesagt hat, nur große Anlagen rentieren sich, dann ist das ja nicht unbedingt so eine subjektive Überzeugung, dass es nicht anders geht. Das stelle ich mal, sondern er hat Realitätsbestimmung. Und die an den Konsortien beteiligten Unternehmen sind natürlich beteiligt, weil sie sich eine Rendite versprechen. Ist zunächst mal, kann man mal ganz wertfrei feststellen. Wenn das aber so ist, und man sagt, wenn wir die Rendite, wenn die nichts dran verdienen können, dann springen wichtige ab, die wir aber brauchen, auch für die Meerwasserentsalzungsanlagen. Da muss doch Politik sich intelligenterweise überlegen, wie man dann die Unternehmen an dem Punkt, wo sie eben nicht diese hohe Rendite machen können, so subventioniert Zähne zielt, dass sie das trotzdem machen. Ja? Oder wenn sie meinetwegen dann Technologien preisgünstig, schnell jetzt, wie schon den Afrikanern und auch den Chinesen geben, die bei uns längst funktionieren. Bin ich sehr für. Die Unternehmen sollen daran nicht unbedingt leiden. Das wäre dann aber eine Aufgabe von Politik und zu sagen, das finanzieren wir, damit das wirklich schnell geht, in unserem gemeinsamen weltweiten Interesse, die Erderwärmung zu bekämpfen. Gut, die Frage, wie man Politik und intelligentes Handeln zusammenbringt, muss man dann sicherlich noch mal klären.
doch die Fragen anzugehen, die wir hier im Raum haben. Ich möchte zunächst auf die Frage hier, Sie meinen sehr wahrscheinlich Behan Gekulu aus Aachen. Ja, beide Parabolen, die er im Angebot hat, die eine ist im Fleisch, die andere im DLR, der entsprechenden Abteilung. Das heißt, diese Entwicklung kam nicht von dieser Firma selber. Das Zweite, diese Firma produziert keinen Strom. Das ist Prozesswärme, was hergestellt wird. Und das ist nicht zu vergleichen mit einem Stromproduzierungssystem, was viel, viel komplexer ist. Man kann damit eben Prozesswärme bis etwa 200 Grad machen und immer rein, was er dann versucht oder auch macht, und dann hat er die Maschine drin erstellen. Das Ganze ist auch noch relativ weit von der Rentabilität entfernt. Das muss man auch ganz klar sagen. Also wer Strom aus der Steckdose nimmt und eine Kompressionsmaschine mit anschließt, ist immer günstiger als dieser Weg. Wir gerade haben Herrn Kulu sehr gefördert, um Sachen umzusetzen. Und wir sind auch in mehreren Projekten beisammen, also das ist nicht so, als ob das gegeneinander ist. Auch das Solarinstitut arbeitet sehr intensiv seit etwa 25 Jahren an dem dezentralen Kochersystem, also die Menschen, die nicht in der direkten Strahlung direkt funktionieren, sondern eben auch in Abendstunden eingesetzt werden können. All diese Wege beschreiten wir quasi parallel. Ich sehe trotzdem auch gerade in dem Bereich mittlerer Anlagengrößen, also nicht ganz das, was Desertec will, einen großen Markt auch, wir müssen auch an den Markt bedenken, in Afrika, weltweit, etwa in der Größenordnung 10 bis 30 Megawatt, das ist eigentlich den meisten zu klein, darauf zielen aber unsere Systeme ab, die sind mit Speichern ausgerüstet, das heißt, sie können ein regionales Netz, davon gibt es sehr viele auf der Welt, und die werden auch lange sehr wahrscheinlich so bleiben, nämlich kleinere Netze, die den Kosten, um in irgendeine Region, eine kleinere Ortschaft anzuschließen, viel zu teuer sind, die großen Leitungsbauten, diese zu versorgen. Das ist auch dezentral. Es ist jetzt nicht so dezentral, dass es nur auf dem einzelnen Dach steht, sondern kleine Ortschaften, kleinere Siedlungen zu versorgen. Diese Anlagen sind, meine ich, sehr interessant und das sind auch genau die wir zum Beispiel in Südamerika wo wir versuchen, welche zu vertreiben, wo wir auch eine entsprechende Nachfrage haben. Keine Anlage verkauft, aber wir sind dabei. Die werden in Indien nachgefragt, die werden auch in Nordafrika nachgefragt, denn dort haben wir diese Oberzentren. Die werden auch heute mit großen Kraftwerken versorgt. Und dann ist gar nichts darum. Dann hat man diese kleineren Regionen, die mit Dieselgeneratoren versorgt werden. So, und an diesen Stellen können diese Systeme ansetzen und das ist zum Beispiel unser Ansatz. Wir brauchen nicht keine Großanlage, sondern wir wollen das in Größenordnung 10 Megawatt Solar Speicher und dann eben auch zeigen, dass man es hybridisieren kann, was viele Vorteile hat, um da reinzukommen in den Markt, um sozusagen eine Veränderung überhaupt stattfinden zu lassen, um die Menschen an die Technik ranzuführen. Ne? Ich habe es eben schon mal gesagt, die kennen die gar nicht. Die kennen diese ganzen Techniken, die ganzen Möglichkeiten nicht. Weshalb wir zum Beispiel in unserem Projekt auch, da unterscheide ich mich vielleicht ein bisschen von Desertec, ist aber nach meiner Meinung dort aufzunehmen. Wir bauen eine Atomanlage und drumherum kommen Anlagen zur Prozesswärme, Solarprozesswärmegeneration, zum solaren Bauen. Auch das kann man eben nicht unter dem Heizaspekt, sondern unter dem Kühlaspekt in diesen Regionen. Die haben ja viel, viel Wissen verloren, wie man früher dort gebaut hat. Das würde man auch heute ein bisschen anders machen, vielleicht noch ein bisschen ausgefuchster. Auch das muss gelernt werden und muss den Universitäten vor Ort auch erst wieder in den Menschen herangeführt werden, damit dort noch eine eigene Solarindustrie entsteht. Da wird auch Photovoltaik gezeigt, da werden auch Solar Home Systems gezeigt. Wir wollen nur die breite Möglichkeit aufführen. Und wir gucken. Und das ist, glaube ich, der Weg, wie das vorangehen kann. Und das ist leider jetzt die Antwort auf Geschwindigkeit langsamer. Weil man natürlich klotzen kann mit großen Anlagen, die werden aufgetropft, das geht gar nicht anders, denn sie können nicht erst die Regionen sozusagen in den Kenntnisstand setzen. Und hat danach eine Eigenentwicklung. Ich erhoffe mir ja zwei Dinge daraus. Wir lernen jede Menge, wie das vor Ort läuft. Und dadurch, dass wir es schon sehr lange als Institut
auch im Bereich der Entwicklungshilfe, sage ich mal, unterwegs sind, gerade in Südamerika und in Afrika etwa 30 Projekte gemacht haben, also auch durchaus wirklich viele Erfahrungen haben, haben wir gelernt, dass es meistens nicht so funktioniert, wie wir es vorher gedacht haben. So, und dass es unheimlich schwierig ist, vorher zu sagen, was richtig ist. Dass man wirklich erst lernen muss vor Ort, macht etwas, macht Erfahrungen und muss dann häufig ändern. Weil man es eben trotz guter Vorbereitung nicht ganz richtig eingeschätzt hat. Und diesen Weg wollen wir da gehen. Und ich erhoffe mir auch so ein bisschen, mit, wenn wir das mit der GEH machen, einen Effekt, dass das nächste nordafrikanische Land sagt, ja, sowas wollen wir eigentlich auch. Und damit eine Vermehrung der Sache entsteht. Und dann vielleicht auch die Dynamik da hineinkommt, wenn wir das gerne hätten, wie im Wind. Aber gerade im Wind, Sie hatten den Grovian genannt. Grovian war eine 3-Megawatt-Anlage. Heute kein Problem. Was war passiert? Ein Ingenieur hat eine Schraube falsch ausgelegt. Ne? Das, und damit haben alle gezeigt, dass Windkraft nicht funktioniert. So ist passiert. Ja. Und das war der Grund, warum ich versucht habe, in Jülich eine Anlage zu bauen. Weil ich habe gesagt, in Deutschland, wenn die Sonne scheint, ist genauso viel Sonne wie in der Sahara, teilweise etwas mehr. Also haben wir bessere Einstrahlungen als in der Sahara. Die beste, die ich jemals gemessen habe, am 6. Januar im Gorz. Also ich habe viel in Spanien gearbeitet, einfach weil der Himmel dann sehr klar ist. Das haben sie in den südlichen Regionen gar nicht. So, das heißt, wenn die Sonne scheint, haben wir gute Voraussetzungen, diese Anlagen zu demonstrieren.